Ich übermale meine Kunst und spreche über meine Kreativkrise. Ein Video, nach dem absolut niemand gefragt hat, aber eins, das sich wunderbar eignet, um euch ein Live-Update zu geben, denn your girl is back. Was erwartet euch heute? Ihr könnt mir live beim Malen zuschauen und nebenbei spreche ich über meine Kreativkrise. Ihr könnt mich im Hintergrund abspielen lassen, was malen, euch was zu essen kochen, backen, einschlafen, denn wir sind hier eine Weile. Und nebenbei übermale ich dieses Bild. Vielleicht kennt ihr es noch. Ich mag ja eigentlich diese Ansteckmikros nicht, aber ich muss meine Hände irgendwie frei haben. Und weil garantiert jemand schreiben wird, Jette, tu es nicht. Warum übermalst du das? Glaub mir, ich habe es gründlich überdacht. Und falls du diesen Kanal innerhalb der letzten 10 Monate entdeckt hast und dich jetzt fragst, wie du warst weg, ich habe das erste Mal innerhalb meiner YouTube-Karriere eine 10-monatige Pause eingelegt. Ich habe eigentlich immer wöchentlich gepostet. Das Längste, was ich vielleicht mal ausgesetzt habe, war vielleicht mal einen Monat, wenn überhaupt. Aber es kamen eigentlich mindestens alle 2 Wochen neue, lange YouTube-Videos. Und ich habe diese Pause genossen. Ich habe diese Pause so sehr genossen, dass ich auch fast gar nicht wiedergekommen wäre. Wäre da nicht dieser kreative Spark? Und damit sind wir eigentlich auch beim Thema für heute angekommen, nämlich Kreativblockaden. Wie kommt man da wieder raus? Ich meine, das Kreativblockadenthema, manchmal merkt man gar nicht so richtig, dass man in einer steckt und dann irgendwann ist man angekommen an dem Punkt und denkt sich so, oh. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Jette, wo hattest du bitte eine Kreativkrise? Du bist doch der produktivste Mensch der Welt. Und ich lade halt auch wirklich jeden Tag auf Instagram, TikTok, also Shortform-Content hoch. Und in Bezug auf meine Kunst habe ich auch überhaupt gar keine Kreativkrise. Ich fühle mich so sicher wie noch nie in meiner Arbeit. Ich weiß genau, was ich machen möchte, woran ich arbeiten möchte. Ich habe so eine klare Vision, was meine Kunst angeht. Meine kreative Krise bezieht sich auf diese Videos, auf meinen YouTube-Channel, auf das, was ich hier hochlade, die langen Videos, also Reels, Shorts, TikToks, I'm good, habe ich unter Kontrolle. Liebe ich auch als kreatives Outlet. Und ich glaube halt auch so schwer das fällt, dieses Abstand halten zur eigenen kreativen Arbeit ist halt irgendwie der springende Punkt, weil wie kann man denn einen objektiven Blick auf seine Arbeit bekommen, wenn man da so persönlich involviert ist und drin steckt? Und wie gesagt, ich wäre auch fast gar nicht mehr zurückgekommen in dieses Format hier. Und ich finde, in solchen Situationen ist manchmal auch Abstand das Allerbeste. Ich glaube halt, Kreativkrisen entstehen, weil man merkt, dass man sich nicht mehr so mit seiner Arbeit identifiziert. Und dann ist man unglaublich lost, weil man denkt sich so, hey, ich mache doch das, was so viele Jahre lang gut funktioniert hat. Und irgendwie von heute auf morgen erfüllt mich das aber nicht mehr so, wie es in Vergangenheit war. Und dann gerät man halt in so eine Kreativkrise. Ach, so, ich glaube, ich habe jetzt die meiste Fläche mit Grundierung abgedeckt. Das ist übrigens Gesso. Wenn ich jetzt die Leute auf TikTok ärgern wollen würde, dann würde ich jetzt sagen, fertig! Das ist mein neues Kunstwerk. Ich nenne es Leere. Ich werde das Ganze mal trocknen lassen. Das ist so Gesso, das ist so Kreidefarbe. Macht halt den Untergrund deutlich steifer und dann spannt sich der Stoff automatisch nach. Und wenn ich dann rübermale und mein nächstes Kunstwerk darauf aufbaue, dann habe ich das Problem nicht mehr, dass der Stoff so wackelt. Der ist halt jetzt so richtig schön fest. Was eine gute Voraussetzung ist für ein Kunstwerk. Drum, ich gehe jetzt mal Pinsel waschen. Ich sehe euch in so 30 Minuten wieder, wenn das Ganze trocken ist. Weiter geht's mit Acrylfarbe. Ich will ja eigentlich eher über ein bestimmtes Thema sprechen, aber ich glaube, so ein bisschen Kontext ist ganz gut zu dem, woran ich hier gerade arbeite. Ich mische gerade Acrylfarbe an
Und zwar ist es fürs Underpaintings, mache ich ja auch, wenn ich realistisch für die Trash Lives arbeite oder für das Grid Project. Das sind meine anderen beiden Serien, da mache ich auch immer ein Underpainting, oft eben mit Acrylfarbe, weil man die super, super schnell trocknen lassen kann, weiß ich nicht, 20 Minuten. Und dann kann man schon mit Ölfarbe drüber arbeiten. Würde ich das jetzt mit Ölfarbe malen, müsste ich halt ein paar Tage warten. Ich male das Bild wirklich auch nur für mich und ich möchte ein bisschen was Neues ausprobieren, als immer nur fotorealistisch zu arbeiten. Das Bild passt aber trotzdem zur Message meiner Kunst. Also in meinen Arbeiten geht es ganz oft um the art of noticing, also die Fähigkeit, Kunst in etwas zu sehen, was andere Menschen keines zweiten Blickes würdigen. Und ich habe ganz viele Fotos auf meinem Handy, die gar nicht so bildlich sind, also die wirklich eher abstrakt sind, wo ich einen Schatten fotografiere oder in dem Fall male ich jetzt gerade einen Fußboden, wo ich ja so eine irgendwas Ausgelaufenes gesehen habe und das fand ich halt super spannend, weil da Bewegung drin ist, Textur drin ist und es eignet sich unglaublich gut als kleine Vorlage für ein abstraktes Piece. Wenn ich zum Beispiel an einem Bild arbeite, das fotorealistisch ist, würde ich ja exakt versuchen, die Farben zu treffen. Ich finde, es ist immer super wichtig, als Künstlerin ab und an auch mal zu wachsen, was Neues ausprobieren. Das hilft auch immer aus einer kreativen Krise raus, einfach mal vergessen, was man normalerweise macht und einfach mal sich in ein neues Projekt zu stürzen. Das ist halt auch, finde ich, immer super, super hilfreich, dass man sich selber nicht in so eine Kategorie von Kunst packt, sondern versucht, da auch regelmäßig mal auszubrechen. Und was wir eigentlich alle wissen wollen, ist nicht, warum kommt man in eine kreative Krise. Ich glaube, man merkt, wenn man in einer kreativen Krise steckt. Die eigentliche Frage ist ja, wie komme ich da wieder raus? Das ist ja das, was wir eigentlich alle wissen wollen. Und ich habe einen Vergleich gefunden, der vielleicht ein bisschen dramatisch ist. Und ich bin dramatic, von daher teile ich den jetzt mit euch. Man kann es vergleichen mit den 5 Phasen der Trauer, weil man seiner eigenen Kreativität nachtrauert. Ist überhaupt nicht in Wissenschaft fundiert, diese Aussage. Also vielleicht ist es kompletter Quatsch. Aber ich habe da so ein bisschen drauf rum überlegt und irgendwie finde ich das ein ganz guter Vergleich. Die 5 Phasen der Trauer, ich habe es mir hier notiert, sind Verleugnung, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Weil man bei einer kreativen Krise seinem kreativen Spark nachtrauert. Dem Gefühl, was man eigentlich immer bei der Arbeit hatte, dass die Arbeit einem irgendwie leicht von der Hand fällt. Man trauert halt irgendwie seiner Kreativität nach und dann fällt man halt logischerweise auch in so ein Loch, weil man einfach ein anderes Gefühl hat, weil Arbeit, die einem irgendwann mal einfach fiel, einem plötzlich schwer fällt. Und dann ist man am Anfang halt mega verwirrt und man ist wütend und man weiß gar nicht so, warum bin ich jetzt in dieser Situation? Und gleichzeitig fängt man dann halt auch an, oftmals den Fehler gar nicht bei sich selbst zu suchen, sondern eher woanders. Ich glaube, es ist aber sowas super schwierig, den Fehler dann bei sich selbst zu finden, weshalb man dann erstmal andere Einflüsse dafür verantwortlich macht, dass einem die Arbeit nicht gefällt. Das kann ja irgendwie das Material sein oder das Thema, das man behandelt, was auch immer, oder andere Leute. Wenn man unzufrieden ist, dass man zum Beispiel wenig verkauft, die Kunst nicht so viel Anklang findet und dann sucht man den Fehler halt eher bei anderen als bei sich. In meinem Fall, um euch mal so ein Beispiel auch zu geben, ich habe mit jedem Video, was ich hier auf YouTube hochgeladen habe, gemerkt, okay, immer mehr Leute verlassen meinen Kanal und deabonnieren, wenn ich hochlade. Also es ist wirklich auch so, dass man auf YouTube, das ist jetzt vielleicht nicht so relatable für alle Künstler, aber man hat einfach ein Set an Daten, das einem sagt, Jette, das, was du machst, ist uninteressant für Leute. Und wenn man halt aber gleichzeitig das Gefühl hat, das erste Mal in seinem Leben den eigenen Malstil gefunden zu haben, und merkt, oh, ich bin irgendwie gerade total on track mit meiner Kunst und eigentlich mag ich total, woran ich arbeite und finde meine Bilder auch gut,
Aber die Videos, die ich dazu produziere, scheinen irgendwie nicht so ganz Anklang zu finden, weil offensichtlich mich mit jedem Upload Leute verlassen und nicht mehr so viel mit dem Kanal interagieren. Und wenn man aber parallel merkt, ach krass, ich bin jetzt zum ersten Mal so weit, dass ich denke, dass ich meinen Kunststil gefunden habe und total begeistert mit dem, was ich mache und meine Arbeit macht mir richtig viel Spaß, also Malerei. Für mich als Creatorin ist es einfach ja, super schade immer gewesen, jede Woche zu sehen, ah okay, jetzt habe ich hochgeladen und jetzt geht irgendwie gefühlt wieder die Hälfte der Leute weg. Nice. Und da sucht man halt dann den Fehler nicht so richtig bei sich und beim eigenen Content, sondern eher bei den Leuten, die weggehen. Ich glaube, das ist in irgendeiner Weise auch eine normale so Selbstschutzreaktion, aber man leugnet eben ja, das, was passiert. In meinem Fall ist das, was ich poste, nicht mehr den Anklang findet und ich mich als Creatorin weiterentwickeln muss, um ja, relevanten und interessanten Inhalt zu bieten, was eben dann auch ein Auslöser war, weshalb ich dann erstmal für ein halbes Jahr nur noch Kurzform-Videos hochgeladen habe und mir gesagt habe, nee, ich nehme jetzt mal da den Druck raus, was soll ich jetzt hier jede Woche Videos posten, die mich persönlich gar nicht kreativ erfüllen und mir stattdessen eben die Auszeit gegönnt und gesagt, nee, komm, ich gebe mir jetzt mal die Zeit herauszufinden, wie ich YouTube als Plattform in meine Arbeit einbinden möchte. Welche Formate möchte ich machen, die interessant sind? Und statt zu sagen, nee, YouTube ist schuld und der Algorithmus ist schuld, dass immer mehr Leute gehen und mich keine neuen Leute mehr entdecken, habe ich überlegt, okay, was als Arbeit nur in ein langes Format gut passt. Und so bin ich eben jetzt darauf gekommen, dieses Videoformat hier einzuführen, wo ich genau vor meiner Leinwand sitze, über ein Thema spreche und ihr könnt mir, solange ihr wollt, bei der Arbeit zugucken, weil das in der Form ein Format ist, was ich auf anderen Plattformen niemals genauso hochladen könnte. So ein bisschen mehr Podcast-Stil. Ich habe auch überlegt, okay, was sind so Inhalte, die ich persönlich gerne höre und mir anschaue. Und ja, Podcast, Videopodcast, lange Formate, eine lange ja, Erzählzeit. Irgendwie ja, konsumiere ich das auf YouTube wie auf keiner anderen Plattform. Und ich habe einfach diesen Abstand gebraucht, um mich weiterzuentwickeln und um zu überlegen, okay, was sind Formate, die ich mir angucken würde. Und sowas würde ich mir richtig gerne angucken. Ich hoffe, es geht euch auch so. Das Underpainting ist übrigens fertig. Das werde ich jetzt trocknen lassen. Das ist ja auch Acrylfarbe, also ich denke mal, das hier oben ist eh schon wieder fast trocken, oder? Ja, so gut wie. Und dann kann ich meine Ölfarbe anmischen. Zeit für einen Kaffee. Ich werde nämlich schon ganz schön müde. Während ich meinen Kaffee mache, könnt ihr euch eine Werbung angucken. Mega Weg, um meine Kunst zu unterstützen, by the way. Oh ja, yeah. Das ist Motivation in Tassenform, ich sag's euch. Cheers to me. Es geht ans Ölfarbe mischen. Man hat den Verlust der eigenen Kreativität verleugnet, dann war man wütend darüber, dann versucht man in der Zeit zurückzugehen und irgendwas zu machen, dass man sich wieder so fühlt wie damals, als es noch einfacher fiel, weil man dann versucht, so in der Zeit zurückzugehen und ja, Dinge zu tun, die man gemacht hat, als es einem noch kreativ einfacher gefallen ist, auf gute Ideen zu kommen. Ich habe dann auch halt angefangen, weiß ich nicht, Formate wieder aufleben zu lassen, die ich ja vor Jahren mal erfolgreich gemacht habe. Ja, habe dann einfach aber auch gemerkt, okay, nee, das interessiert weder euch, noch erfüllt mich das kreativ, also was zum Beispiel wie ja, Kunst-Challenges oder irgendwas, was ein bisschen mehr Clickbaity ist, sehe ich halt irgendwie auch nicht. Und es war super, super schwierig herauszufinden, dass das aber auch nicht mein Weg sein soll. Also dieses so in der Zeit zurückgehen, das ist jetzt auch super charakteristisch einfach für so einen Trauerprozess. Und dann ist man irgendwann an dem Stadium angekommen, wo es einfach super auswegslos erscheint und man einfach nicht mehr weiß, ja, wohin mit sich und was man am besten als nächstes macht, weil
Man kommt einfach nicht auf eine Lösung. Egal, ja, wie du versuchst, dich kreativ auszuleben, nichts fühlt sich richtig an. Ja, es klingt irgendwie dramatisch, aber das ist der Verlust der eigenen Kreativität und der Begeisterung an der Kreativität ja irgendwie auch. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt sagen, so und so kommt ihr da wieder raus. Aber das ist halt auch wieder ein, ja, individueller Weg, wo es keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Was mir super, super hilft bei kreativen Krisen, ist wirklich der Abstand. Das Problem ist bei vielen kreativen Jobs aber, dass man ja davon leben will. Und das ist dann halt nicht so eine gute Situation, weil man ja finanziell auf etwas angewiesen ist. Einfach mal, ja, alles stehen und liegen lassen, kann man dann eben auch nicht. Ich habe dann, wie gesagt, erstmal temporär aufgehört mit diesen YouTube-Videos und mich stattdessen ausprobiert. Ich habe mal viel auf Englisch wieder hochgeladen, weil ich die Sprache unglaublich gerne spreche. Ich habe mich viel im Kurzformat, habe ich mich versucht auszuleben, kreativ. Und ich habe mal versucht, so dieses Regelbuch, das ich mir über die letzten 12 Jahre selbst auferlegt habe, ja, das habe ich halt mal versucht zu ignorieren. Und auf Dauer hat mir das richtig, richtig gut getan. Ich bin mal gespannt, wie lange ich jetzt brauche, um den Rest des Bildes zu malen. Ich bin noch fast am Ende meines Monologes über meine Kreativkrise angekommen und kann euch auch ein bisschen mehr zu dem Bild erzählen, das ich hier gerade male. Underpainting sieht ja auch schon bereits ziemlich gut aus. Bitte öffne dich, liebes Medium. Hallo. Da hat man mal seinen kreativen Spark wieder und dann... Au. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Medium hier verwende. Ich glaube, ich hab's. Ja, here we go. Alright. Handschuhe an, weil Ölfarbe. Das ätzt mir sonst meine Hände weg. Und mein Lieblingspinsel, natürlich der, der kaputt ist. Das Schönste ist, finde ich, wenn man dann irgendwann merkt, dass dieser kreative Spark wiederkommt. Das sieht cool aus. Not me being impressed. Ja, wenn man merkt, dass der kreative Spark wiederkommt, das ist halt ein unglaublich schönes Gefühl, weil das halt richtig bestätigt, was man sich in dem Moment höchstwahrscheinlich auch schon gedacht hat. Und in Bezug jetzt auf meinen Kanal und auf meine Ideen war es halt wirklich so, dass ich irgendwann ganz random, ich weiß noch gar nicht mehr, in was für einer Situation das jetzt exakt war, also das habe ich schon irgendwie wieder ganz vergessen, aber es ist so ein paar Monate her schon, dass ich so einen kleinen, ja, Kitzel verspürt habe. Und mir dachte so, das wäre irgendwie ein cooles YouTube-Format. Und so von ganz alleine wieder an Formate gedacht habe und an, ja, Ideen, wie ich die umsetzen könnte, gedacht habe. Und da habe ich natürlich schon so gemerkt, okay, ich bin anscheinend doch noch nicht ganz dazu bereit, das irgendwie aufzugeben oder an den Nagel zu hängen. Was ich auch wirklich, ja, kurz überlegt habe, ob ich das machen soll. Weil ich mich eben so wohl gefühlt habe in der Produktion an eher, ja, kurzformatigen Inhalten, also an den Shorts, an den Reels und so. Und ich gemerkt habe, dass ich da einfach es in kurzer Zeit schaffe, viel mehr Ideen auch zu behandeln. Besonders wenn es jetzt irgendwie, ja, Inhalte sind über so Kunstgeschichtliches. Das hat mir halt echt gut gefallen. Zurücktreten nie vergessen. Hier oben mag ich auch nicht. Was ist hier los? Besser. Das ist übrigens mein Monet-Pinsel, mit dem ich hier gerade arbeite. Dem habe ich mein Monet gemalt. Ich finde, wenn ich diesen Monet-Pinsel verwende, dann bekommt meine Arbeit immer direkt so einen impressionistischen Touch. Ich liebe Impressionismus. Ich habe dieses Jahr auch noch neben den Trashlife-Bildern eine neue Serie angefangen, in der es um The Art of Noticing geht. Einfach so ein Talent, ja, die Kunst in scheinbar Belanglosem zu sehen. Und ich habe dann angefangen, das nennt sich The Grid Project. Das ist ein komplett gemaltes Instagram-Feed aus quadratischen Bildern. Das sind auch alles sehr, ja, realistisch gemalte Szenen von
es muss nicht unbedingt Müll sein, aber auch von Müll, von Dingen aus meinem Alltag. Und da geht es einfach darum, dem Alltäglichen eine Plattform zu geben. Und ich finde, das ist halt voll charakteristisch auch für Instagram und Instagram-Feed. Und ich finde das halt so künstlerisch, ästhetisch, wie manche das halt auch schaffen, sowas in Kachelform auf Instagram anzulegen, dass es einfach so ansprechend einfach aussieht. Und ich habe halt versucht, eine Serie zu starten, die genau das in Kunst verpackt. Also das Instagram-Feed an sich, das Kachelsystem, ist auch inspiriert von Gallery Walls, also von Wänden im Museum oder bei Leuten zu Hause. Diese Kachelanordnung kennt man ja auch aus Kunstgalerien. Deswegen fand ich, war das Projekt eine ganz interessante Art, das nochmal neu aufzuarbeiten. Weil ich einfach auch finde, ja, auch der Alltag kann Kunst sein. Man kann auch Kunst im Alltag sehen, an alltäglichen Momenten. Und darum geht es halt bei The Art of Noticing. Und das, was ich jetzt gerade male, das ist ja eine, im Vergleich zu den Bildern von The Grid Project, eine sehr abstrakte Szene. Ich glaube, man erkennt gerade auch noch nicht, was es ist. Und das ist auch so Sinn der Sache. Also es soll nicht ganz so figurativ sein, wie meine Arbeiten es normalerweise sind, wie die Trash Lives es sind. Das ist ja schon fast Hyperrealismus. Oder eben auch die Grid Project Bilder. Das ist jetzt eine ganz andere Art, nämlich ein abstraktes Bild basierend auf einer Szene aus meinem Alltag, die ich gesehen habe, wo ich eine Textur unglaublich spannend fand. Und ich habe einfach für mich überlegt, was sind denn die Bilder, die mir persönlich gefallen und ich liebe abstrakte Kunst. Es ist meine absolute Lieblingsart von Kunst. Je minimalistischer, desto ansprechender finde ich das meistens. Und genau, meine Grid Projects, da geht es halt wirklich um das Konzept. Und das Konzept des Stilllebens, des Trash Lives, das muss einfach so realistisch gemalt sein wie möglich. Aber ja, das ist natürlich jetzt gar nicht so das, was ich mir selber auch an die Wand hängen würde. Obwohl natürlich auch ein Bild davon bei mir im Zimmer hängt. Aber ja, trotzdem habe ich halt einfach überlegt, okay, was kann ich denn noch so schaffen, wie kann ich das Konzept des The Art of Noticing noch in meine Arbeit einbinden? Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich jetzt gerne eine noch etwas abstraktere, bisschen noch großformatigere Serie starten möchte, in der ich mich da auch noch ein bisschen besser ausleben kann, ein bisschen abstrakt arbeiten kann, weil, ja, wie gesagt, das ist einfach so das, was ich persönlich auch am allerschönsten finde. Und ich habe neulich auch erst im letzten Trash Life habe ich einen Hintergrund gemalt. Da sieht man so Blätter, die sich im Boden spiegeln. Und diese Mülltonne steht dann eben davor. Und ich habe aber im Hintergrund gar nicht so viel Detail eingearbeitet. Vielleicht erinnert euch das Bild hier auch gerade so ein bisschen daran. Das ist so der Moment, in dem ich überlegt habe, also, oh, ich glaube, da hätte ich mal Lust drauf, das nochmal ein abstraktes Bild zu verpacken und zu schauen, hey, wie kann ich denn das Konzept auch nochmal in ein anderes Format packen, in einen anderen Malstil, wie kann ich das nochmal anders aufarbeiten? Bisher gefällt mir das hier ganz gut. Ich glaube, ich muss aber mit einer Farbe zu Ende machen und dann erst mit der nächsten anfangen. Also ich glaube, ich darf nicht so vermischt arbeiten. Das merke ich hier gerade, das gefällt mir nicht so. Ja. Ich glaube, ich mache erstmal alle braunen Stellen und danach machen wir weiter. Ja, wenn ich so nebenbei rede, ist es manchmal nicht so einfach, meine Entscheidungen zu überdenken. Als ich angefangen habe mit Realismus, also mit den Trashlines, mit dem Stillleben. Und ich wirklich liebe das Stillleben zu malen. Das ist auch eine Serie, die mache ich weiter. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich habe das nur angefangen, weil ich ganz genau wusste, dass
die breite Masse damit mehr anfangen kann als mit abstrakten Szenen wie diesen. Und wenn man von Content lebt und nicht von Kunst, und das ist in meinem Fall so, dann muss man natürlich auch schauen, dass man irgendwie ja, Leute auch erreichen kann. Und die Trash-Lives sind einfach, weil die Message so frech ist, das perfekte Mittel. Und ich liebe die Trash-Lives und das Konzept und ich werde die Serie weiterführen. Ich gehe da so drin auf und ich finde es so spannend, verschiedene Texturen zu malen. Und ich habe aber das Gefühl, ich kann das auch nicht ewig. Und ich möchte mich auch weiterentwickeln und ich möchte verschiedene Sachen ausprobieren. Ich bin viel zu begeisterungsfähig, um mich ein Leben lang irgendwie auf einen Stil festzulegen. Ich finde das auch langweilig. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe mir überlegt, ich könnte halt öfter einfach mit euch sprechen, während ich arbeite. Und dann male ich eben daran, wo ich halt gerade dran male. Und in der Vergangenheit habe ich Videos immer so konzipiert, und das war mir auch irgendwie dann auf Dauer einfach nicht mehr möglich, dass ich immer ein Bild pro Video fertig gemalt habe, weil die meisten Zuschauenden dann, wenn man ein Bild nicht fertigstellt, das Gefühl haben, ja, irgendwas wurde nicht zu Ende gebracht. Und das hatte ich halt irgendwie total internalisiert, dass ich immer so ein Bild pro Video fertig machen musste, damit das Video auch als ein rundes Konzept am Ende online gehen kann. Ich habe also meine YouTube-Videos meine Arbeit diktieren lassen. Und das ist eigentlich überhaupt gar nicht der Sinn der Sache, wenn man Malerei macht, sondern es müsste andersrum sein. Und das versuche ich jetzt mit dieser Serie. Also immer, wenn ich irgendwas zu erzählen habe, dann mache ich halt einen Tag die Kamera an, spreche darüber. Und ob ich jetzt was Abstraktes mache oder was Realistisches, ob ich einen Trash-Life male, eins für The Grid Project oder eben ein abstraktes Bild wie heute, das ist dann halt jedes Mal anders, je nachdem, was eben gerade in Arbeit ist. Damit der Fokus eher auf dem Gesagten liegt, als auf der Kunst. Mein Ziel war eigentlich heute, das Bild fertig zu malen, aber wie ich gerade gesagt habe, ich muss lernen, das irgendwie abzulegen. Dieses, ich muss ein Bild fertigstellen, damit ein Video online gehen darf. Das ist so 2016, das mache ich nicht mehr. Und habe mich so lange davon abgehalten, regelmäßig hochzuladen. Ich hoffe, das kann man irgendwie nachvollziehen, auch wenn man jetzt vielleicht selber nicht in der Haut eines Creators steckt. Ja, wie tief man dann doch in sowas drin sitzt, auch mental verankert ist. Es ist einfach mal so an der Zeit, dass ich mich da anders aufstelle, damit ich es überhaupt schaffe, in Zukunft noch ja, regelmäßig hochzuladen. Und genauso hoffe ich natürlich, dass allen, die hier jetzt noch zuschauen, ich weiß nicht, ob Leute überhaupt noch dran sind, ja, damit ich euch noch erhalten bleibe hier auf dieser Plattform. Und lange reden und malen, das ist halt auch irgendwie etwas, das könnte ich auf, ja, wie gesagt, anderen Social-Media-Plattformen überhaupt gar nicht tun. Drum, glaube ich, bin ich hier auf YouTube mit dem Format auf jeden Fall richtig. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das seht. Jetzt bin ich doch ja schon wieder bei der nächsten Farbe. Die hellen Stellen fülle ich jetzt hier so mit Grün auf. Falls ihr euch freut, dass ich wieder da bin, lasst mir gerne ein Abo, Kommentar, Daumen hoch da. Ihr kennt das Spiel. Good to see you, by the way.